Leute, wir müssen reden und zwar über Social Media. Social Media ist cool, das macht Spaß und das ist auch der Grund, warum ihr mich gerade sehen und hören könnt. Und es ist ein wunderschönes Mittel, um sich auszutauschen, um kreativ zu sein, um das Geschaffene mit anderen Leuten zu teilen. Social Media kann aber auch genauso frustrierend sein oder aber auch jegliche Motivation rauben. Deswegen heute ein kleiner Appell an euch, dass ihr Social Media mit einem gesunden Maß an Selbstvertrauen immer schauen oder konsumieren sollte. Das soll bedeuten, wenn wir uns solche Videos hier anschauen, dann sehen wir Warm-ups von sagenhaften Drummerinnen wie zum Beispiel Annika Nillis, Christine Nedens oder aber auch Taylor Dorothea. Und die spielen wahnsinnig virtuose Sachen auf ihrem Practice Pad und das sind ihre Warm-up-Routines. Wichtig ist jetzt zu wissen, das sind deren Warm-up-Routines und nicht eure Warm-up-Routines. Deswegen ist es wichtig, euch selber auch einzuordnen, in welchem oder auf welchem Level ihr gerade noch seid. Und wenn ihr auf dem Level von den Damen seid, mega geil. Voll gut, weiter so. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, auch mega geil, denn das sollte euch als Inspiration dienen. Das sollte heißen, ihr könnt dann schon mal sehen, wo kann ich noch überall hin mit meinem Drumming, was habe ich noch alles vor mir. Nun ist es jetzt aber auch so, dass bei Social Media sehr, sehr, sehr viel hochpolierte Highlights oftmals zu sehen sind. Und diese Highlights zeigen immer nur eine schöne, heile, tolle Welt, wo Drummerinnen halt immer nur ihr Bestes geben und ihr Bestes zeigen. Wie jemand übt, wie jemand versagt, wie jemand einen Song 30 Mal üben muss, das sehen wir eher selten, sondern wir sehen immer nur das fertige Produkt. Und dieses fertige Produkt ist meistens auch nochmal ein wenig bearbeitet, ein bisschen schöner gemacht und hier und da geschnitten. Und sieht dadurch einfach wahnsinnig toll aus. Und das ist auch gut so, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Nämlich, dass Social Media Entertainment ist. Ich schaue mir dort ein hochqualitatives Produkt an, welches mich unterhalten soll. Wenn ich allerdings als Drummerin durch Social Media scrolle und mir solche Sachen hier begegnen, dann wollen die mich meist motivieren, schaffen aber meistens das Gegenteil. Denn wann scrolle ich durch Social Media? Entweder wenn ich mir eine Pause gerade gönne von der Arbeit oder vom Üben oder von was auch immer oder auf dem Potti sitze oder in der Bahn sitze und nun mal gerade nicht üben kann, dann führen solche Schemata eher dazu, dass ich frustriert werde und ein schlechtes Gewissen sich in mir aufbaut. Wie man richtig übt, habe ich euch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt und wie ihr genau da rangehen solltet, ist dort auch nochmal erläutert. Solche Memes, solche Videos sollen auch nur zur Unterhaltung dienen. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, wie man mit der ganzen Sache umgehen sollte. Nämlich mit einem gesunden Abstand oder aber auch mit einer gesunden Wahrnehmung. Nun haben wir alle ein Corona-Jahr durchgemacht. Das heißt eine Pandemie, in der oder in welcher viele Künstlerinnen nicht auf die Bühne konnten und natürlich den Drang haben, sich dennoch zu präsentieren, etwas zu zeigen, was sie an ihrem Instrument beherrschen. Das führte dazu meiner Meinung nach, dass sehr viel im Social Media höher, schneller, weiter wollte. Wir wurden bombardiert von Videos, wo Leute einfach das längste Drumfeel spielen wollten oder sich total lustig verkleidet haben und einfach größer und wilder wurde. Und viele einfach nur versuchen, viral zu gehen. Auch da solltet ihr euch nochmal bewusst werden, dass es alles Entertainment ist und nicht unbedingt der Drumming-Reality entspricht. Deswegen lasst euch da nicht verrückt machen und denkt nicht, dass ihr jetzt zu Hause genauso wilde Sachen abfahren müsst, um halt dem Drumming-Standard gerecht zu werden. Zudem kommt es sehr oft vor, dass Schülerinnen zu mir kommen und sagen, ich habe da ein Drumcover gefunden, der spielt das aber ganz anders, als ich es auf dem Album höre. Das liegt daran, dass sehr, sehr viele Drumcover auch viele Drummerinnen dazu nutzen, ihr Können zu zeigen, was total fein ist. Aber dann schreibt es bitte dazu und schreibt mich dazu Drumcover. Es gibt 1:1 Drumcover in den Videos, welche dann die Drummerinnen den Song 1:1 nachspielen. Die eignen sich hervorragend, um zu schauen, wie werden die Grooves und die Fills gespielt. Genauso gibt es auch Drumcover Videos, in welchen die DrummerInnen ihre Inspiration mit einfließen lassen oder ihre Improvisation mit einfließen lassen. Deswegen auch da sei gesagt, da gibt es Unterschiede. Und
Und ganz wichtig ist, vergleicht euch nicht mit Leuten aus dem Internet. Ihr wisst nicht, wie lange die geübt haben, wie lange die in diesem Song oder diesem Video gesessen haben oder wie lange die schon alleine Drums spielen. Vergleicht euch mit euch selbst. Wir haben schon mal ein Video veröffentlicht für euer Drumming Journal und mit diesem Drumming Journal, da könnt ihr das hervorragend tun und könnt daran dann erkennen, welche Fortschritte ihr schon gemacht habt. Also genießt weiterhin Social Media und nutzt es in einem gesunden Maßstab, was Dauer, aber auch wie die Intensität angeht. Und habt einen distanzierten Blick drauf. Das ist meist nicht die Wahrheit, die dort repräsentiert wird. Auch die DrummerInnen, die ihr dort seht, müssen ganz viel üben, kommen aus Proberäumen, haben sehr, sehr, sehr oft ihren ganzen Grooves oder ihre ganzen Fills, die sie dort präsentieren, üben müssen, damit es genauso gut sitzt, wie es dort halt aussieht. Genauso auch bei den DrummerInnen, die halt täglich zeigen, wie sie in ihrem Proberaum sitzen und proben, während ihr es nicht tut und ihr euer Handy in der Hand habt. Das ist aber auch fein. Wer weiß, wann diese Videos aufgezeichnet wurden und ob die nicht einfach noch im Speicher sind und jetzt hochgeladen worden sind. Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir jetzt auf unseren Kanälen vermehrt euch, nämlich die AnfängerInnen vom Drumming, abholen wollen, indem wir euch vermehrt Beginner Basics näher bringen wollen. Einfache Beginner Grooves, Songs, bei denen ihr diese Beginner Grooves anwenden könnt. Oder Basic Fills, ein paar Techniksachen, ein paar Warm-Ups, die für Beginner tauglich sind. Und das wollen wir jetzt in Zukunft vermehrt hier machen und euch damit versorgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.